Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf 9999 Dinge. Wir basteln wieder in unserer 100 Euro Bastelideen Challenge. Ich habe eine nächste Idee. Und zwar möchte ich wieder Karten basteln. So habe ich ja auch eingekauft, dass ich den größten Teil mit Karten basteln kann. Und hierfür benötige ich meine Faltkarte. Diesmal habe ich die braunen, weil die grauen mir schon ausgegangen sind. Und zwar ist das die Nummer 150575, Doppelkarten mit Einlegekarten und Umschlägen. Die benötige ich. Ich brauche holographisches Papier. Das wird hiermit als Hintergrundpapier bei der Karte mitgenommen. Und zwar werde ich die einmal prägen. Und zwar mit diesem Schmetterlingsmotiv. Dafür habe ich hier meine kleine Handtasche. So sieht die aus. Da kommt das Blatt Papier in die Schablone rein, da sind die Platten, wo das eingelegt wird und dann wird das durchgekurbelt und dann hat man diese Schmetterlingsmotive als Prägung auf dem Papier. Das will ich euch heute mal zeigen, wie das funktioniert. So, dann habe ich mir die Rubbellinge geholt und zwar soll es so eine Art Danksagungskarte werden. Mal gucken, was ich dann mache, wie ich das aufbringe, habe ich mir noch nicht weiter Gedanken gemacht. Und dann brauche ich diesen Hotfoil Design Papierblock, den ich mega finde und jede Verwendung dieses Papiers tut mir im Herzen weh, weil ich bin so ein Papierfreak. Am liebsten Papier sammeln als verbasteln. Kennen bestimmt viele. Aber nun gut. So, ich habe dieses hier genommen und ihr könnt schon sehen, ich habe mir drei Schmetterlinge ausgestanzt. Das waren die Sissix oder Marianne Design Stanzschablonen, ich weiß es gar nicht mehr. Und ja, wer die nicht hat, gibt bei Google einfach ein Schmetterling-Vorlage und dann druckt ihr euch das aus, schneidet euch das aus und bringt es hier auf euer Papier und dann habt ihr das ebenfalls so. So, dann würde ich sagen, wir starten mal. Als allererstes bereite ich meine Größe vor und zwar für meine Karte. Ich lasse wieder oben, unten, links und rechts einen kleinen Rand. Ich müsste mir langsam die Maße eigentlich mal merken. 10,5 mal 15 und ich mache jetzt 9,5 mal 14, wird jetzt die Größe von diesem Papier werden. So, bevor ich die aufbringe, muss die natürlich geprägt werden. Das ist ja so das Highlight an der Karte mit. Und zwar ist es so, dass ich hier die Platte hinlegen muss. Es gibt da auch verschiedene Varianten. Ich könnte jetzt auch so eine Karte prägen. Da bräuchte ich dieses weiße Teil zum Beispiel nicht. Und jetzt ist es so, dass ich mir das Teil hinlege, dieses Teil. Dann lege ich mir das Blatt Papier mit der Schablone rein. Hier muss man jetzt aufpassen, dass man das halt gerade reinlegt, weil man sonst die Prägung schräg hat. Und dann kommt hier die nächste Platte drauf. Ich hoffe, ich habe es jetzt gerade reingelegt. Ist ja meistens immer so bei dem Vorführeffekt. So, und jetzt habe ich hier meine Handtasche. Da kurbelt man das einfach durch. Viele wissen ja, dass ich hier mit meinen Stanzmaschinen arbeite. Da kann man das auch machen. Und hier diese Handtasche ist nur zum Prägen da. Also wer nur bei der Kartengestaltung prägen möchte, da ist das hier perfekt. Ich hoffe, ihr wackelt nicht zu sehr. So, einmal durch. Die ist auch von der Firma Sissix. So, jetzt bin ich mal gespannt. Tada! Oh, schaut mal. Ach, ist das ein Traum. Sieht das gut aus. Und so sieht das dann aus. Super, oder? Mit diesem Spiegeleffekt noch. Genial. Ich hoffe, dass meine Schmetterlinge hier noch dazu passen. Aber ich denke schon, weil die ja dieses Silber drin haben. Ja, sie fallen jetzt nicht so auf. Aber ich fand das einfach schön, dass das mal so was Helleres ist. Ne? Ich hoffe, ihr wisst, wie ich das meine. So, jetzt bringe ich hier das auf mit doppelseitigem Klebeband. So, ich hatte ja überlegt, mir die Schmetterlinge hier
hier so an die Seite so hoch zu machen. Dass die auch so ein bisschen fliegen. Man könnte aber auch überlegen, die sich so anzuordnen. Ne? Würde vielleicht auch gut aussehen. Ich glaube, das mache ich auch. Wenn ich jetzt die Karte so sehe, gefällt mir das nämlich ein bisschen besser. Ich muss nur aufpassen, weil es soll ja ein Dankeschön werden, dass ich den Schriftzug da unten noch hinbekomme. So. Genau. Ich mache jetzt als allererstes den Schriftzug hin, weil dann weiß ich, wie ich die Schmetterlinge anordnen kann. Ich werde den aber auch auf holographisches Papier machen, weil das hat jetzt eine andere Struktur sozusagen, von daher fällt das dann auch nochmal ein bisschen besser auf. Ich wähle mir jetzt erstmal meinen Spruch aus. Ich habe ja hier verschiedene Sprüche. Dankeschön. Mal gucken, habe ich das schwarze? Dankeschön, herzlichen Dank, danke, du bist ein Schatz. Ich werde es so ein bisschen förmlicher nehmen, weil die ja auch so ein bisschen schicker aussieht. Ich nehme jetzt einfach mal herzlichen Dank. Und da ja auch die Schmetterlinge sehr dezent auf dieser Karte wirken, wird der Spruch genauso gemacht. Von daher entscheide ich mich für Silber und werde dieses herzlichen Dank aus dem Silber ausschneiden. Gleichzeitig werde ich mir noch ein kleines Stück machen, was ich dann hier unten hinbringen kann, anbringen kann, aufkleben kann. So, hier ist mein Stück Papier. Jetzt mache ich hier das herzlichen Dank so in die Mitte. Drück das fest. Und dann kann ich mit dem Stäbchen, was in der Verpackung dabei ist, das Ganze aufrubbeln. So, sehr dezent, aber so soll es ja sein. Jetzt nehme ich mir noch mal links und rechts so ein bisschen was weg. Einmal. Zweimal. Das werde ich erhöht aufbringen. Das heißt, ich nehme doppelseitiges Klebeband. Und jetzt kann ich meine Schmetterlinge aufbringen. Dafür nehme ich die 3D-Klebepunkte. Die sind da wieder sehr gut dafür geeignet. Und zwar mache ich da nur Punkte hier in der Mitte hin, weil der Rest soll ja dann fliegen. Und so sieht die Karte jetzt aus. Toll, oder? Also ich bin auf eure Meinung gespannt. Gerne in die Kommentare. Produkte sind auch unten in der Videobeschreibung verlinkt und es macht mir so einen Spaß. Ich könnte jetzt schon wieder die nächsten Sachen ausprobieren. Ja, das ist einfach, jede Karte ist einzigartig, individuell und irgendwie doch gleich. Wisst ihr, was ich meine? Wisst ihr, was ich meine? So ist es richtig. Ja, gut, das war's. Ich hoffe, ihr seid bei der nächsten Inspiration mit dabei und dann verabschiede ich mich für heute. Habt einen tollen Tag. Bis bald, eure Katrin.